Ja, hi Leute, herzlich willkommen zum Krieg der Bloodwolf Clan gegen die Hell Warriors aus Indonesien. Okay, ziemlicher Fliegenteppich, der hier noch übrig ist. Wir werden jetzt auch nicht die Angriffe machen, sondern hier noch 37 Minuten warten und dann schauen, dass wir vielleicht alle sechs durchziehen können. Das muss jetzt mal aufgeteilt werden. Oder auch nicht. So, da sind wir wieder. Entschuldigung. Ich nehme noch auf, oder? Ich bin auf den Knopf gekommen, ja. Okay, genau, das muss jetzt mal aufgeteilt werden. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Was haben die noch hier? Die haben 49. Wir haben noch 40, okay. Also ja, das hat einigermaßen funktioniert, aber das ist einfach zu viel, was liegen geblieben ist. Aber ja, also die Teams sind natürlich auch, ne, Gegner immer Steine und wir wissen ja alle, wie es ist. Ne? Das kann natürlich passieren, dass es auch mal sowas gibt, das dann so aussieht. Vor allem sind wir alle ziemlich gleich auf. Die kleineren aus unserer Allianz sind alle ziemlich auf dem gleichen Abschnitt des Levels der Truppen und vom Level her und so und vom Gameplay her vielleicht sogar auch. Deswegen ist es mit Räumen immer schwierig und ich muss das jetzt mal abchecken und dann machen wir unsere Angriffe. Also bis gleich. Alright, Leute, dann geht's hier rein in eine nicht mehr ganz volle Freya und Grabmacher. Wieso habe ich das Team gewählt? Ich brauche hier was zum Säubern und bin mit Blau stark gegen Grabmacher. Grabmacher ist sehr schnell und löst garantiert aus. Plus Loki, dass ich vielleicht, falls es nötig sein sollte, Ariel hier kopieren kann. Wir gehen mal rein. Oder auch nicht, das machen wir jetzt nochmal. Ja, Loki. Wo ist mein Rigard? Wo ist mein Rigard? Wo ist mein Rigard? Nehmen den hier und Amitrine hier. Zack, zack und let's. Schauen wir, was die Steine sagen. Also Freya ist natürlich brandheiß. Schauen erst, ob da. Okay, das geht in Blau über, geht in Lila über. Holen wir uns hier das blaue Match hoch. Und haben da unten nochmal Blau. Was reichen dürfte. Jawohl. So, jetzt schauen wir mal, ob wir warten können. Okay, die stirbt. Jawohl. Okay, das wird ganz schön knapp hier. Das Handy einstecken, so, okay. Ja, der Kill, der hat es mir jetzt natürlich ein bisschen schwerer gemacht. Okay, er kommt. Da kommt Blau wieder. Faisal kommt, Gravemaker kommt. Okay. Ach, das ist Garnets Kostüm. Okay. So, dann sehen wir hier schon, wir müssen uns Ariel holen
und haben den Heiler und Loki neben Glenda gestellt. Fehler, Fehler, Fehler. Eska, Eska, Eska. Du Schelm. Ja, das hat natürlich gut funktioniert. Also eigentlich kann ich froh sein, dass diese Mörderkombi hier gekommen ist. Ich heile trotzdem gleich, obwohl ich weiß, die Pfeilsalve kommt. Oh, das ist natürlich dankbar. Das ist dankbar. Und Quenelle wird jetzt richtig reinhauen. Also gut, dass ich mit dem vollen Team hier rein bin, ne? Aber das sind wieder so Leichtsinnsfehler, ne, Glenda? Also, was heißt Leichtsinnsfehler? Es ist halt halbe Special verschenkt einfach von ihr, ne? Gut, dann sehen wir uns gleich zum nächsten Kampf. Okay, und dann müssen wir, glaube ich, hier was cleanen. Wir nehmen uns mal den, das 17, 19. Der nächste war 16, 19. Okay. Ich blende euch mal aus, es kann eine Weile dauern bei mir. Okay, dann machen wir den Verballern hier einen Rain. Das ist ja ein regulärer Angriff, es bringt mir jetzt nichts. Oder er spielt so. Und so. So, Labiota und Rain wollte ich eigentlich in einem regulären Team spielen. Ja, aber dann machen wir das mit Bastet. Und spielen den Dicken. Und sie. Let's go. Und dann schauen wir mal. Wir haben hier ein bisschen weniger Platz zum Ghosten. Ich würde zuerst das machen. Schön, da kommt Blau nach. Und dann das. Und dann das. So, und dann müssen wir schauen, dass Nadeshda hier nicht auf die zweite Stufe kommt. Da resurrectet sie halt, ne? Ja, das weiß ich. Du stirbst nicht. Okay, oder doch. Dann war das völlig OP, das Team, aber ich, mein Gott, ne? So soll es sein, so, und dann warten wir auf die anderen, die dürfen auch clean. Alright, Leute, wir werden noch einen machen müssen. Wir werden noch einen machen müssen. Einen clean. Kleinen Moment. Okay, wir haben die Mutter. Die kann Killher wieder beleben. Nies. Und Marjana steht aber ganz außen. Also die Mitte ist komplett frei. Und an der Seite haben wir eine Scuddy ohne Kostüm. Ja,
Lasst uns. Muss ein bisschen Damage reinkriegen, natürlich hier. Ach, bringt ja alles nichts. Zack, 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 zack. Let's go. Es ist echt egal. Ich meine, irgendwann musst du deine Helden ja benutzen. Und die drei Teams stehen ja schon fest, von dem her kann ich da auch nicht zu viel rumswipen oder weiß Gott was machen. Na, sondern muss die dann auch so spielen. Es wäre halt schön, wenn wir hier auch was kriegen würden. Steinemäßig, es kommt gleich die erste Pfeilsalve. Und jetzt haben wir die ja sehr schön. Okay, Pfeilsalve ist drin, aber unser Heiler ist am Start. Und dann machen wir hier die Mutter weg. Ja, da gehen wir kein Risiko ein. Und Scotty kann jetzt ruhig einmal auslösen, das passt. Jawohl. 3 Sticks. Okay, und dann soll den anderen jemand anders machen, der da noch steht. Der 2, ich hoffe, René packt das, den wollte ich nämlich gerade machen. A1 hier. Den A1 Gegner. Aber bei mir wäre es ja auch nicht sicher gewesen, von dem her alles gut. Hoffen halt, dass nicht allzu viel wieder stehen bleibt die nächste Zeit. Bis gleich. So, freshly wicked, neues Board. Wir gehen hier rein. Sind wir online? Ja, wir sind online. Machen wir das mal weiter hoch. Freshly wicked. Okay, passt das Mittel, oder? Ja. Schnell, schnell. Das Mittel. Schnell. Let's go. Gute Steine gewünscht, gute Steine gewünscht. Schauen wir mal. Also Idee ist natürlich, den Gegenschlag runternehmen. Mit Grün. Ihr seht, also ich meine das Grün, was da so viel rumschwirrt, was da wirklich, wirklich viel ist. Okay, wir nehmen sie raus, weil sie annoying ist. Also die stört einfach megamäßig. Jetzt würde ich das so machen. Oh, sehr schön, das ist natürlich dankbar. Das ist natürlich dankbar. Dann.
Tilma, den Heiler. Und dann ist da nichts mehr da. Also jetzt muss ich natürlich meine Punktzahl wird natürlich zu wünschen übrig lassen, weil ich relativ viel cleanen müsste. Aber das gehört dazu, ne? Das gehört dazu. Okay, wieder vergessen auf Play zu drücken. Wir haben uns gerade mit Alucard und Sakrok und so hier das Team geholt. Das hat gut funktioniert. Ihr sitzt hier oben, 56, es war ein One-Shot. Tut mir leid, wieder vergessen drauf zu drücken. So, und Angriff Nummer 6. Wir müssen das gut timen, weil natürlich der Attack-Buff von Annabel runtergenommen wird. Ansonsten geht es hier wirklich nur um Damage. Aber mir geht es hier um das Gift von Rain. Und dann heilt sie halt auch richtig krank. Wenn man sie ankriegt. Und nur dann. Machen den roten Diamanten, weil wir irgendwie hier Steine loswerden müssen. Scheiße. Dann kümmern wir uns um die Seite. Ja. Ah, ja. Das läuft ja wieder grandios. Und das war schon ein dicker, fetter Heal, ne? So, jetzt nehme ich vielleicht ihn hier mal besser raus. Der ist zwar Kleriker, ja, aber hat funktioniert. Ah, Scheiße. Das müssen wir jetzt. Jetzt schauen wir mal, wir haben den Burn drauf und 1000 war das halt schon massiv, ne? Das ist mal ein deftiger Heal hier. So, dann nehmen wir ihn. Ja, okay, hat funktioniert. Sehr gut, das war auch nötig, ne? Pengi ist meine letzte Schadenstufe hier. Jetzt kommt der Burn und jetzt kommt ein super grandios die Dame. Grandios die Dame. Wir haben so viele
Statuseffekte auf unseren Helden those days, also in heutigen Zeiten, das ist echt, das ist nur von Vorteil. So, jetzt Schaden bitte. Weil der haut schon kräftig zu, ne? Der Jung. Der Jung. Und na komm. Dann war das Harimal Sangalang. Okay, Leute, das war mein Krieg. War ein Haufen Cleans dabei. Wir schauen noch, was heißt ein Haufen? Es geht 280 Punkte. Sehr gut. Von den 200 bin ich, glaube, wenn's normal läuft, bin ich da weg. 200 sind auch noch okay, wenn man ein bisschen cleant und so und ein paar Anläufe braucht und so. Aber es ist natürlich besser, wir gehen langsam auch mal auf die 300 zu. Danke fürs Zuschauen, Leute. Euch gute Steine. Haut rein. Bis dann. Grüße gehen raus. Euer SK.